Freudige Gesichter bei den Spandau Bulldogs und das völlig zu Recht, denn nach anfänglichem Zittern konnten sich die Tabellenführer vorkämpfen und gewannen das Match mit 28:20 gegen die Cottbus Crayfish. Wir möchten jetzt das Spitzenspiel gegen Berlin Adler als Möglichkeit nutzen, die Ligameisterschaft zu holen. Dafür brauchen wir halt einen Sieg heute. Davon sind wir auch ausgegangen, also es war ohne Zweifel unser Ziel. Hätten wir heute nicht gewonnen, wäre das nächste Spiel gegen die Adler halt nicht das Endspiel und wir würden nicht mehr um die Meisterschaft bzw. Relegation mitspielen. Festgebissen auf dem ersten Tabellenplatz, was die Herren aus Cottbus eher weniger behaupten können. Nach der Statistik hätte es das Spiel der Tabellendritten werden sollen, denn die Gäste gewannen auswärts doppelt so viele Spiele. Doch die Bulldogs einfach zu stark. Auch beim Spiel am 1. Juni durften sich die Bulldogs in Schwarz-Rot über einen deutlichen Sieg mit 42:16 freuen. Wir wussten eigentlich, was wir machen sollen. Im Prinzip spielen wir unser Spiel runter und wir sind eigentlich das bessere Team und das war eigentlich unser Fokus, einfach auf uns selber. Durch das Hinspiel, wo wir relativ klar dominiert haben, haben wir die wahrscheinlich etwas unterschätzt. Dazu kam noch der Fakt, dass sie heute mit nicht so großer Mannstärke hier, also nicht mit so großer Anzahl aufgetaucht sind. In der ersten Halbzeit Offense und Defense der Spandauer Bulldogs eher unkonzentriert, was dazu führte, dass der erste Touchdown mit dem anschließenden Zusatzkick, ausgeführt von Wide Receiver David Schuffenhauer und Kicker Ronny Goldhammer, an die Cottbus Crayfish ging. Im zweiten Quarter, dann kamen die Bulldogs so langsam aus sich heraus und holten auf. Zur Halbzeitpause stand es dann 7:7. Der Trainer sichtlich unerfreut. Die erste Halbzeit, das war das größte Problem eigentlich im ganzen Spiel. Da waren einfach die Fehlerquote war sehr hoch. Ja, wir haben im ersten und im zweiten Quarter einfach zu viele Fehler gemacht. Die ganz gut genutzt haben. Es schien voranzugehen, da Spandau nach der Halbzeitpause mit 14:7 führte. Doch die Crayfish waren nicht abzuwimmeln. Sie kamen immer hinterher, bis nach einem Touchdown der Zusatzkick verpasst wurde und die Gastgeber so mit 21:20 führten. Auf der sicheren Seite waren sie nach dem letzten Touchdown mit anschließendem Zusatzkick. Somit endete das letzte Match vor dem Spitzenspiel gegen die Berlin Adler mit 28:20 für die Spandauer Bulldogs. Wir werden natürlich so hart arbeiten, wie wir jetzt noch bestimmt noch gar nicht gearbeitet haben die Saison. Die Adler, ja, wir werden deren Spiele nochmal analysieren, logischerweise. Soweit wir jetzt Bescheid wissen, haben die sich auch nochmal neue Importe geholt, also 4 neue Importe, haben dann nochmal richtig Geld in die Hand genommen. Klar, also jetzt absoluter Fokus auf Berlin Adler. Wir haben Glück, dass wir nächste Woche eine Bye-Week haben, also wir haben 2 Wochen, um uns nur auf die Berlin Adler vorzubereiten und die werden wir intensiv nutzen. Vorbereitung muss sein, denn zum Aufstiegsderby muss definitiv nochmal Gas gegeben werden. Sowohl die Berlin Adler als auch die Spandauer Bulldogs, beide ungeschlagen gegeneinander, spielten sie unentschieden. Nun ist die Frage, wessen freudige Gesichter wir in 2 Wochen sehen dürfen.